Ungewohntes Bild in Jena. Erstmals kommen die Teams aus der neuen Haupttribüne die Kabinen heute eingeweiht. Und mit dabei Pascal Verkamp, Startelf-Comeback nach über einem Monat. Der Meniskus hat Ärger gemacht. Jetzt ist er wieder bei 100% und startet gegen seinen Ex-Club Viktoria Berlin, für den er einst drittklassig spielte. Er kommt für Schau, die einzige Änderung im Team von René Klingbeil, der zufrieden war mit den letzten Wochen. Sein Team wollte anknüpfen an die Leistung vom 1:1 gegen Hertha 2. Aber Carl Zeiss am Anfang fahrig. Fehlpass von Butzen in die Füße des Gegners. Viktoria ganz in Schwarz hat Platz. Carl Zeiss vollkommen unsortiert. Das ist Inala auf Dame lang. Zurück auf Inala und nach 5 Minuten steht es 0:1. Das erste Saisontor für den neuen Kapitän der Viktoria. Die drittschlechteste Offensive der Liga braucht 5 Minuten, um in Führung zu gehen. Striezel unglücklich bereitet das Tor vor. Carl Zeiss verteidigt katastrophal. In der Anfangsphase der FCC komplett von der Rolle. Es spielte fast nur die Viktoria. Butzen, nächster Fehler von ihm. Und dann Mensah mit starkem Antritt. Immer noch Mensah, da kommt Dame lang. 8 Minuten rum, Glück für Jena, dass es nicht schon 0:2 steht. Viktoria trotz Umbruch im Sommer extrem stabil. Erst 3 Gegentore und Carl Zeiss brauchte bis zur 18. Minute, um erstmals auch nur ansatzweise gefährlich zu werden. Dann arbeitete sich der Gastgeber in die Partie. Verkamp auf Endres, der versucht selbst, Verkamp ärgert sich, hätte den Ball gerne zurück in den Lauf bekommen. Jena jetzt drin, Ballgewinn in der eigenen Hälfte, Carl Zeiss die bessere Mannschaft mittlerweile. Das ist Löder, perfekter Seitenwechsel, ganz stark in den Fuß von Kraus. Der ist dribbelstark, der hat den Kopf oben, der sieht wieder Löder und Löder trifft zum Ausgleich. 23. Minute geht so in Ordnung. 5. Saisontor für Neuzugang Elias Löder. Stark von Kraus. Der spielt den Ball in die gefährliche Zone. Verkamp lässt durch, ganz wichtig. Und Löder macht's dann eiskalt mit dem Außenriss in die lange Ecke. Kinzig macht sich lang, kommt aber nicht mehr dran. Kurz vor der Pause nochmal Viktoria. Falcao mit dem Freistoß. Mit 2 Saisontoren ist er bester Torschütze der Hauptstadt-Minimalisten. 1:1 zur Pause, leistungsgerecht. René Klingbeil hoffte auf Leistungssteigerung in Durchgang 2 und Carl Zeiss stellte unter Beweis, dass sie wunderschönen Fußball spielen können, wenn sie denn wollen. Erst Striezel mit dem Ballgewinn und dann Kraus auf Verkamp. Eine Drehung, 2 Gegner stehen gelassen. Butzen startet, Butzen bekommt den Ball. Endres ist mit dabei. Butzen mit Endres, schöner Doppelpass innerhalb weniger Sekunden. Bis an die Grundlinie durchgespielt. Am Ende fehlt die Präzision. Nochmal Endres, auch seine Flanke abgeköpft. Das Ganze machte trotzdem Hoffnung für knapp 3.400 FCC-Fans auf der Baustelle Ernst Abbe Sportfeld. Die 59. Minute, der 2. Durchgang insgesamt Höhepunkt, Arm Falcao geblockt von Striezel. Ein Regionalligaspiel auf überschaubarem Niveau. Viele Ballverluste auf beiden Seiten, so auch hier vom FCC. Dann Hähne mit der Grätsche und dem weiten Ball auf Dahlke. Verkamp mit dabei, schwaches Zuspiel, immer noch Verkamp. Aussichtslose Situation gegen 2 Gegner. Denkste, Verkamp setzt sich durch. Diese Qualität hat Carl Zeiss in den letzten Wochen vermisst. Dann musste er raus, für ihn kam Schau und der brachte sich denkbar schlecht ein. Mit diesem Fehlpass in Minute 65. Schau geht nicht in den Zweikampf, wird getunnelt. Falcao im 16er. Falcao auf Günay, eigentlich erledigt. Aber nee, Ball drin. Wie geht das denn? 65. Minute, 2:1 für Viktoria. Was ist los mit Carl Zeiss? Jetzt schon halb so viele Gegentore wie in der gesamten Vorsaison.
Sie verteidigen einfach schlecht. Falcao wird nicht vom Ball getrennt. Striezel zieht nicht durch. Und Kunz lässt den Ball in die kurze Ecke. Viktoria erst zum zweiten Mal in dieser Saison überhaupt mit mehr als einem Tor. Bloß nicht wieder in die Krise verfallen. 68. Minute. Carl Zeiss wollte die Antwort. Richter eingewechselt, brachte Schwung. Jena jetzt wütend, die 78. Minute, Dahlke auf Kraus, dann Handspiel, ja oder nein, Dahlke mit der Mega-Monster-Möglichkeit aus kürzester Distanz, Jena will Handelfmeter, Kraus vollkommen fassungslos, der Arm von Tuglo weit ab vom Körper, ist diese Bewegung normal, ist diese Bewegung regulär, ist dieses Handspiel strafbar, schwer zu entscheiden. Entscheidung aus meiner Sicht in Ordnung. Und Dahlke muss ihn doch einfach nur machen. Dann wird gar nicht erst diskutiert. Anschließende Ecke, Kopfball, Gibson. Der Außenverteidiger am rechten Bildrand mogelt sich davon. Kinzig letztlich ohne Probleme. Es spielte in der Schlussphase nur noch Jena, die Hereingabe auf Butzen. Der streift den Ball nur, dann Dahlke gegen Oellers. Und Jena fordert schon wieder Elfmeter. Es wird gerangelt und geschoben. Für einen Strafstoß reicht es nicht. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Näther. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Richter nochmal, starke Bewegung im 16er. Kinzig taucht ab. Carl Zeiss verzweifelt an sich selbst und am Keeper der Viktoria. Richter mit einer guten Leistung nach seiner Einwechslung. Anschließende Ecke, 90 plus 2. Kunz mit vorne, Kunz am Ball, der Ball aber nicht drin. Aber einen gab's noch für Jena. 90 plus 5. Lemmel darf sich den Ball noch mal hinlegen. Aber auch er bringt ihn nicht im Kasten unter. 1:2 der Endstand. René Klingbeil komplett bedient. Carl Zeiss zurück im Krisenmodus. Also wir haben die ersten 15 Minuten verschlafen und das geht nicht. Die kommen ja von der Auswärtsreise hierher. Wir sind hier zu Hause. Wir müssen halt gleich von Anfang an zeigen, dass wir hier der Herr im Haus sind. Und das haben wir ein bisschen verschlafen, da müssen wir uns alle hinterfragen. Wir hatten, glaube ich, in der zweiten Halbzeit diese 100%ige Torschance, das ist vielleicht auch Handspiel, aber ansonsten waren es eher Halbchancen. Und dann muss man dann ganz klar sagen, dass ja, da die Durchschlagskraft fehlt. Ja. Derby-Generalprobe gehörig verpatzt. Im Anschluss gab es die Ansage aus der Kurve, nächste Woche in Erfurt wird eine ganz andere Leistung erwartet.